So, dann auch von mir ein herzliches Willkommen zur FIFCON 22. Mein Name ist Rainer Rehak. Ich bin auch aktiv im FIF und im Vorstand, stellvertretender Vorsitz. Und herzlich willkommen auf alle Fälle, dass ihr oder Sie alle was über Impulse für den Frieden, Make and Install Peace, lernen und uns austauschen wollen. Das FIF trägt ja seinen Namen schon seit 1984 sehr stolz. FIF steht für Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Und sehr prominent und sehr stolz kommt der Name halt vor. Und wir haben uns deswegen im Januar, als wir angefangen haben zu planen, ganz bewusst dazu entschieden, diesen Begriff und diesen Frieden auf der Jahreskonferenz mal wieder ins Zentrum zu rücken. Diese Entscheidung wurde dann allerdings gleichermaßen in Frage gestellt und auch bestärkt, nachdem am 24.02. Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat. Und das Thema Frieden wurde dadurch wieder präsenter im europäischen Diskurs. Eine Dringlichkeit war geboten, und Menschen in direkte politische und räumliche Nähe damit gerückt, obwohl das Thema Frieden eigentlich immer hätte sehr wichtig und sehr präsent sein müssen. Und das ist natürlich ein Punkt, deswegen wollen wir darauf jetzt auch eingehen, auch weiterhin. Die Entscheidung dazu, sich dieses Themas anzunehmen, ist deswegen keine Reaktion, sondern wir wollen im Gegenteil aktiv sein und sozusagen eine normative Beschäftigung nach vorne mit dem Frieden betreiben. Und naja, es gibt natürlich auch andere kriegerische Auseinandersetzungen, aber wir müssen halt immer wieder sagen, jedem Krieg gehen 1.000 politische Fehler voraus. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist nicht in der direkten Situation, in der Not der Dinge Hals über Kopf, über undurchdacht zu handeln, sondern zu überlegen, welche Weichen müssen gestellt werden, welche Dinge müssen getan werden, dass Krieg oder derartige Dinge nicht in 5 oder in 15 Jahren auf einmal wieder überraschend passieren. Wir wollen uns also dringlich der Frage stellen, ausgehend vom Hier und Jetzt, welchen Weg können wir einschlagen zu einer friedvollen Welt und wie kann der Weg dann auch gegangen werden? Wir wollen also erörtern, welche Maßnahmen konkret befördert werden müssen, was wir kurz-, mittel- und langfristig machen wollen und machen müssen, um dauerhaft friedvolle, gewaltfreie Gesellschaften zu bekommen. Dafür stellt sich natürlich die Frage, was sind diese friedvollen Verhältnisse? Und die liegen unserer Ansicht nach genau dann vor, wenn Menschen sich entsprechend ihrer gegebenen Möglichkeiten physisch und psychisch selbst verwirklichen können. Anders formuliert, unser Ziel ist ein pluralistisches, ausdifferenziertes Zusammenleben, das auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht, um ein zufriedenes, selbstbestimmtes, komfortables Leben aller zu ermöglichen. Dieser Frieden kann allerdings nur durch Gerechtigkeit, durch die Einhaltung von Menschenrechten und dem Völkerrecht, der Versöhnung und Verständigung und auch der Kriegsfolgenbewältigung erreicht werden. Diese Art von Frieden, diese Art von auf einen Frieden positiv zu blicken, wurde 1971 vom Friedensforscher Johann Galtung prominent gemacht im Rahmen der kritischen Friedensforschung. Die in bestehenden Gesellschaftsstrukturen die Konfliktursachen sieht und unterschiedlich weitreichende Veränderungen dieser Strukturen eingefordert hat oder auch immer noch einfordert. Gemeint ist damit also ein Frieden, der nicht allein in der Abwesenheit von internationaler Gewaltausübung besteht, sondern auch in der Abwesenheit von personaler Gewalt und von struktureller Gewalt in allen Gesellschaftsbereichen. Wir müssen also Konflikte in ihrem Ursprung, in ihrem Ansatz angehen, an den Ursachen packen, wo es strukturell quasi schon angelegt ist, dass da ein Konflikt sich zu einem gewaltvollen Konflikt ausdifferenzieren könnte. Und da wir in diesen Ursprung gehen müssen, heißt es auch, eine tiefliegende und weitreichende Veränderung von Denken, Handeln und Wahrnehmen zu betreiben und damit auch die Reflexion der gegenwärtigen Strukturen tatsächlich anzugehen. Und das ist teilweise schmerzhaft und geht vor allen Dingen auch nicht ohne Konflikt. Es ist also sehr wichtig zu verstehen, dass eine friedvolle, moderne Gesellschaft, in denen Mitwirkung und ein Maß an Institutionalisierung sowie Toleranz erreicht wird,
nur durch einen Konflikt erreicht werden kann, weil es eben Konflikte auszufechten gibt auf dem Weg dahin, indem man Veränderungen anstößt. Und selbst wenn man dann in einer friedlichen Gesellschaft angekommen ist, bedeutet es auch immer weiter eine Neuaushandlung des Ganzen. Und es ist kein Zustand, der bleibt, sondern der erfordert ein konstantes Arbeiten daran. Das Wichtige ist also, dass es Regeln gibt, wie Konflikte gelöst werden, die gerecht sind. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Frieden und Konflikt sich nicht auslöst. Und aus dieser kritischen Friedensforschung, aus der dieser Begriff der positiven Frieden kommt, die also in den Ursachen der Gesellschaftsstruktur die Probleme sieht, ergibt sich ein wahnsinnig weites Feld. Dazu wird Rainer jetzt erstmal noch was sagen. Unserer Ansicht nach ist nämlich ist die Friedensforschung oder die Betrachtung und Analyse der Randbedingungen von Frieden so weit mittlerweile ausdifferenziert, dass sehr viel Forschung in diesem Sinne gemacht wird, die sich selbst gar nicht mehr explizit als Friedensforschung sehen würde. Das heißt, viele Menschen oder viele auch Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen arbeiten in dieser Ausdifferenzierung. Das heißt, da wird Forschung und Arbeit gemacht zu Rassismus, zu Flucht und Migration, zu Klimagerechtigkeit, zu Kapitalismuskritik, zu Gendergerechtigkeit, Inklusion, Klassismus und nicht zuletzt auch Antifaschismus. All diese Dinge gehören in diesem Konzept des positiven Friedens also insgesamt zur Friedensforschung und auch zum Weg des Friedens dazu. Wir konzentrieren uns hier in der Konferenz allerdings nicht auf all diese Aspekte, sondern auf einen recht kleinen Teil davon, um uns selbst einerseits den Fokus nicht zu verlieren und zweitens, um auch Fragen zu stellen, die wir tatsächlich konkret diskutieren können. Dazu haben wir uns so im Wesentlichen drei Leitfragen gestellt und diese drei Leitfragen haben sowohl uns dabei geleitet, wie wir das Programm gestaltet haben und es können, ist auch ein Angebot an euch oder an Sie, in Diskussionen nachher an der Bar oder draußen oder im Lounge-Bereich entlang dieser Fragen auch vielleicht gleiche Meinungen zu vertiefen oder Unterschiede zu ergründen. Zunächst, welche gesellschaftlichen Bedingungen gibt es denn für Frieden? Das heißt, die Einordnung überhaupt, das ist das, was Pau eben angesprochen hat, was sind so Bedingungen für Frieden? Und dann stellt sich natürlich die Frage, an welcher Stelle, denn wir sind ja das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, wo kann vielleicht Technik auch eine Rolle spielen und wo aber auch nicht? Die zweite Frage wäre dann, wie können denn bestimmte Techniken gestaltet werden, sodass sie dann den Frieden fördern? Welche Techniken könnten das sein und wie müssen die aussehen? Und die dritte Frage kann dann aber auch negativ sein, welche Technologien müssen eingeschränkt werden, weil sie Friedensbemühungen stören oder untergraben? Diese Fragen leiteten uns insgesamt bei der Konferenzerstellung. Wir betrachten dabei auch die Technologien eben nicht nur abstrakt, sondern in konkreten gesellschaftlichen Kontexten und Anwendungen, um daraus sowohl erforderliche Anforderungen und Änderungen an den strukturellen Rahmenbedingungen, den überindividuellen, auszumachen, aber auch Handlungsmöglichkeiten für Technikgestaltung und Regulierung abzuleiten. Dem Verlauf der Konferenz nach beleuchten wir dann, diesem Programm entsprechend ist der Konferenzverlauf auch so strukturiert, dass wir zunächst die gesellschaftlichen, politischen, rechtlichen und ethischen Dimensionen betrachten, also die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen von positivem Frieden, um grundsätzliche Fragen zu verstehen. Vielleicht nicht zu beantworten, aber zumindest zu strukturieren. Um dann im zweiten Teil immer mehr auf die Diskussion informationstechnischer Entwicklungen und Systeme zu kommen. Wir wollen dabei möglichst alles aus dem Blickwinkel bewerten, was es für einen positiven Frieden braucht. Dann wollen wir jetzt einen ganz kleinen Ritt durch das Programm führen, dass ihr sie wisst, was zu erwarten ist ungefähr. Gleich wird Thomas Reinhold in der Keynote die Rolle und Verantwortung der IT für aktuelle, auch politische Fragen betonen und Beispiele dazu geben, wie das praktisch aussehen kann, die Analyse und auch was es ergibt. Dann werden wir ReferentInnen aus der Friedens- und Konfliktforschung haben, die uns Einführungen zum äußeren zwischenstaatlichen Frieden und die Rolle Deutschlands konkret darin und dem inneren Frieden innerhalb einer Gesellschaft geben. Als Nerds und Nerdinnen und Hacker und Hexen haben wir uns natürlich auch Inspirationen geholt oder holen wir uns regelmäßig Inspirationen aus dem Sci-Fi-Genre, allem voran natürlich Star Trek. Doch wie wird eigentlich in Star Trek mit dem Thema Frieden umgegangen? Was können wir daraus lernen?
Das werden wir in dem letzten Vortrag des heutigen Abends dann erfahren. Und bevor wir dann in den kulturellen Teil übergehen. Genau, morgen steht dann der Tag an, der ein vollständiger Tag ist, damit auch ziemlich voll ist und einfach die meisten Veranstaltungen bietet. Und neben den Vorträgen auch Workshops anbietet, die parallel im Track laufen. Das könnt ihr im Programm auch sehen. Ganz am Morgen startet es mit einem sehr interessanten Programmpunkt. Das ist das Panel zum Thema Bildung. Und wir stellen die Frage, welche Verantwortung kommt der Politik zu, welche Verantwortung dem Individuum, welche auch dem Bildungswesen und der aktiven Zivilgesellschaft und wie können Kompetenzen vermittelt werden, die es in einer immer digitaleren Welt braucht und wie kann man die, wie können die auch aufgenommen werden? Also was sind diese Kompetenzen, wie werden sie vermittelt? Wir haben da drei Perspektiven. Zum einen kommt eine Panelistin aus dem digitalen Humanismus, eine weitere aus der Friedenspädagogik und die dritte aus dem tatsächlich praktischen Ausbildungsbezug. Im Anschluss daran geht es darum, wie Peacebuilding, also das Schaffen vom Frieden, ganz konkret an einem Beispiel im Irak aussehen kann und wie Data Science und Informatik dabei unterstützen kann. Und dann ist erstmal Mittagspause, am Nachmittag kümmern wir uns dann um die Gefahren von IT für gewaltvolle Konflikte und wenden uns den NATO-Manövern im Cyberraum zu. Und schließlich fragen wir uns auch noch, wer verdient eigentlich an Krieg und wer verdient an Frieden? Wie kann man gegebenenfalls es auch für wirtschaftliche Akteure interessanter machen, in Frieden zu investieren? Und welche Anreize könnte man dafür schaffen? Ganz am Ende des Abends werden wir dann auf eine Lesung in eine positive, KI-gesteuerte Zukunft entführt. Parallel dazu, wie gesagt, finden Workshops statt. Das sind zweimal, es gibt zwei Durchläufe, ein Workshop zu gewaltfreier Kommunikation. Und dafür tragt euch bitte in die Liste an der Infosäule ein, damit wir wissen, dass jeder, der will, auch daran teilnehmen kann. Und das setzt tatsächlich an dieser individuellen Ebene an und schafft genau diese Grundstruktur für ein friedliches Zusammenleben, weil wir bei der Kommunikation und bei der Selbstreflexion anfangen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich sehr bereichernd, an solchen Workshops teilzunehmen. Außerdem findet parallel zum Vortragsprogramm eine Diskussion und das Feedback zur Ausrichtung der Fifth Cyber Peace Kampagne statt und wir fragen uns insbesondere oder der Workshop fragt insbesondere, ob es hinsichtlich der Einbeziehung der Klimakrise eine Neuausrichtung oder vielleicht eine zweite Kampagne neben der Cyber Peace Kampagne braucht. Zwischen den inhaltlichen Punkten dieses Vortragsprogramms werden wir auch noch FIF-spezifische Themen haben. Es gibt einen Rückblick auf die FIF-Aktivitäten im letzten Jahr. Wir verleihen die Weizenbaum-Studienpreise und wir verleihen dieses Jahr zum ersten Mal den Weizenbaum-Preis für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, dieses Jahr an Julian Assange. Und Stella Assange wird auch live eine Grußrede halten. Genau, das ist der Samstag. Ja, tut es. Wir starten dann am Sonntag wieder und schauen uns wieder den inneren Frieden an. Insbesondere die technische Rekontextualisierung von Techniken. Das heißt Techniken, die ursprünglich für ganz andere Zwecke benutzt oder erstellt worden sind, als sie dann später benutzt werden. Gerade am Beispiel von Predictive Policing. So, dann wird es weitergehen zum Thema Cyberwar und Cyberpeace und zwar als Gewaltform der Gegenwart aus journalistischer Perspektive. Und zum Abschluss der Vorträge kommt dann noch Highlight, könnte man auch sagen, so wie alle Highlights sind natürlich, ein Vortrag über Dual Use von Technologien und mögliche Regulierungsansätze. Das heißt, ganz konkret, wie würde verantwortungsvolles Technikdesign aussehen und die Forschung dazu, wo wir ein bisschen in die Methoden der Technikfolgenabschätzung eintauchen können und dann schauen, was aus dieser Abschätzung dann auch gefolgert werden kann.
Und zum Schluss gibt es der Konferenz die ultimative partizipative Möglichkeit, bei der FIF-Mitgliederversammlung dabei zu sein. Genau. Und jeden Abend, das heißt heute Abend und auch morgen Abend, haben wir ein schönes kulturelles Programm. Es wird viel Zeit zum Netzwerken und zum Austauschen geben. Es gibt eine Bar, an der seid ihr bereits vorbeigelaufen. Die ist direkt am Eingang. Dort könnt ihr die Getränke eurer Wahl bekommen und es werden bestimmt keine Wünsche offen bleiben. Und es gibt morgen Abend einen Live-Act auch, das ist Ostberlin Androgyn. Und sonst gibt es DJs abends, sodass ihr euch auch abends dann noch lange hier aufhalten könnt. Für euer leibliches Wohl ist neben den Getränken durch Team Guy gesorgt. Die kochen, wenn ihr rauskommt. Linksrum ist die Küche, es wird vegan gekocht. Zum Abend und zum Mittagessen jeweils. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Wir sind keine Konferenz von bezahlten Dienstleistern und wenn ihr schon immer mal für 150 Leute kochen wolltet oder abwaschen oder auch einfach gerne eine Raumbetreuung machen wolltet, dann meldet euch gerne bei mir. Wir haben bestimmt noch offene Aufgaben für euch. Und falls ihr dafür noch mehr Motivation braucht, gibt es auch Getränkemarken dafür. Toiletten haben wir auf beiden Seiten des Einsteinsaals. Dort eine, die nur für Flinterpersonen ist, hier eine für alle Leute. Und als letzten wichtigen Punkt noch für euch die Fotopolicy. Bitte, ihr könnt gerne fotografieren, aber bitte nur mit Menschen, mit denen das auch abgesprochen ist. Wir haben auch einen Fotografen hier in Mitte des Raumes sitzen, der hält sich genau auch daran. Das heißt, wenn eure Gesichter abgebildet sind, nur nach eurer aktiven Zustimmung und bitte haltet euch auch so daran, wenn ihr Fotos macht. Genau. Zum Schluss unserer Einführung bleibt nur noch ganz großen Dank auszusprechen erstmal. Einerseits dem Video Operations Center vom CCC für die Videozauberei, dass hier Stream und Aufnahmen alles möglich ist. Außerdem wollen wir bedanken uns beim CCC, beim Chaos Computer Club für finanzielle und spirituellen Support. Allen Engeln für ihr Herz, Hirn und Hand. Wer weiß, welche Engel hier sitzen, die es noch gar nicht wissen, weil sie vielleicht morgen Lust haben zu helfen. Außerdem der Gesellschaft für Informatik für finanzielle Unterstützung. Wir danken sehr der Sternwarte, insbesondere Stefan Gotthold, den wir vorhin gehört haben. Wir bedanken uns bei allen Speakern, Speakerinnen, KünstlerInnen und auch bei den Workshop-Leitenden, die wir dann die nächsten 2,5 Tage um uns haben werden, die auch immer für Diskussionen natürlich auch zur Verfügung stehen. Und insbesondere danken wir dem gesamten Orga-Team, das das hier möglich gemacht hat. Tja. Dann bleibt mir tatsächlich zum Schluss nur noch zu sagen, dass lasst uns tatsächlich mutig sein und mit dieser Konferenz dazu beitragen, eine neue und bessere Welt für alle Menschen zu erdenken und sie dann auch zu bauen. Viel Spaß euch!